Ja, willkommen in meiner Garage. Ich weiß, Wahnsinn, Overkill. Erst der Akkuschrauber, jetzt in der Garage. Bob, der Baumeister, kann sich warm anziehen. Also, ich finde es wesentlich angenehmer so. Jetzt brauche ich nicht mehr mein Esszimmer schrauben, also Wohnzimmer, Küche. Und die Nachbarn freuen sich auch. Naja, gut. Was kann man zeigen? Eigentlich, was haben wir? Wir haben alles hier. Wir haben Strom. Ich habe einen Tisch. Der war schon drin. Die Couch hat man gesehen. Und was sehr geil ist, das. Wie nennt man das? Zwischenboden, Zwischendecke. Abstellfläche habe ich jetzt ohne Ende. Ist natürlich so, dass ich jetzt mit dem Auto gerade so reinkomme, aber wenn ich was bauen will, dann bleibt das Auto hier draußen. Ja, ich würde sagen, ich hole mal mein ganzes Werkzeug und dann richte ich mir das mal ein hier. Habe jetzt hier diese ausrangierte Soundbar mitgebracht. Da werde ich mir hier irgendwie ein Regal anbringen und dann habe ich Musik. Aber bis dahin geht das. Neben dem wahnsinnig guten Kauf dieser Akkuschraubmaschine habe ich noch was. Und zwar eine Schleifmaschine. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Schleifmaschine, doch, Schleifmaschine passt. Damit schleife ich nachher das Bett ab. Und irgendwas noch. Vielleicht Diamanten oder so. Dann bin ich jetzt auch Besitzer einer Flex. Hier ist eine Schleifscheibe drauf, die ich nicht brauche wahrscheinlich, aber keine Ahnung, irgendwas werde ich schon anstellen können damit. Das Highlight wahrscheinlich ist eine elektronische Säge. Elektronisch, elektrisch, automatisch quasi. Stichsäge. Und die brauche ich nachher, weil ich noch ein bisschen was sägen möchte. Ich hoffe, ich weiß, wie man die benutzt. Alles gebraucht erstanden. Also bis auf die Schleifmaschine, die ist neu. Da habe ich noch eine Axt. Man sagt ja, die Axt im Handwerker erspart das Haus. Die Axt im Haus erspart den Handwerker. Plan für heute: Klapptisch bauen, Bett schleifen und lackieren. Sollte machbar sein. Ich fange gleich mal mit an, lege alles zurecht, hole das Bett rein und dann so. Und der Plan ist so, dass ich jetzt diese Platte hier, die ich noch übrig hatte übrigens, die kürze ich jetzt auf 40 cm ungefähr. Dann habe ich solche tollen Winkel, Klappscharniere oder wie auch immer, Klappkonsole, glaube ich, heißt das. Und das bringe ich dann an dem Bett an, irgendwie an diesen Vorbau, wie auch immer man das nennt. Und dann säge ich jetzt das erste Mal mit einer Stichsäge. Bisschen aufgeregt bin ich ja. Naja, vielleicht war es auch das falsche Sägeblatt. Hier sind zu viele Beine, ich habe keine Ahnung, was irgendwie gut ist. Aber dafür habe ich ja das hier. So, dann will ich mal alles reinholen, das Bett und so weiter. Und dann fangen wir mal richtig an. Aber das war jetzt ja Spielkram.
kann man ja redigieren, schwitzen. Ich habe mich jetzt für Beige entschieden als Farbe für das fürs Bett. Und da ich natürlich nur noch so ein bisschen über habe, lackiere ich das, was man sieht, und den Rest eben nicht. Ja, also weiter geht's. Das Ganze ist dann, wie ich schon mal gesagt hatte, beige. Der Rest vom Auto ist weiß und grau. Finde ich eine nette Kombi. Schwedisch irgendwie. Oder auch beliebt bei Leuten über 80, wie ich gehört habe. So, während die Farbe trocknet, hatte ich noch eine andere Idee. Und zwar habe ich jetzt mal die Trennwand wieder ausgebaut. Weil, ja, sah scheiße aus. Und die war auch ein bisschen schwer. Und der Plan ist folgender. Ich habe ja noch diese Leisten und zwei davon sogar, die sind 60 lang. Und dann habe ich noch eine lange Leiste, die ist 2 Meter lang, die säge ich mir zu auf 1,75 ungefähr. Und dann brauche ich mal einfach eine eigene Trennwand. Tja, also so wäre das dann. Wahnsinn, was man daraus machen kann. Ich schleife das mal ein bisschen ab. Ja. Und so schaut das dann aus. Ich werde so eine HDR oder MDF-Platte kaufen, zusägen lassen, weil, nö. Die schraube ich dann fest. Dann habe ich einen geschlossenen Rahmen oder ein geschlossenes, wie sagt man, ein Kopfteil. Eigentlich ist es ja ein Kopfteil fürs Bett auch gleichzeitig. Und das verschraube ich dann mit dem Bett. Und wie das alles aussieht, zeige ich dann im nächsten Video, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht wird das übernächste Video, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin und dann auch eine kleine Roomtour mache. Klingt spannend. Ja, okay, gut. Das soweit für diese Woche. Bis demnächst.